Zukunft für eine Gesellschaft beziehen, in der wir selbstbestimmt und gemeinsam entscheiden, wie wir leben wollen. Wir haben entschieden, in Regionen zu gehen, aus denen wir selbst kommen, in denen wir leben, von denen wir wissen, wie schwierig es ist, politisch zu handeln, weil rechte Übergriffe Normalität werden könnten, weil konservative und rechte Regierungen dem, was wir tun, endgültig ein Ende bereiten könnten, weil viele drumherum unsere Städte übersehen, weil wir MitbürgerInnen haben, die die Stirn über uns runzeln. Wir haben genau deshalb entschieden zu zeigen, dass es auch hier überall Menschen gibt, die sich engagieren, die wichtige antifaschistische Arbeit machen und die sich nicht unterkriegen lassen, sondern weitermachen. Wann, wenn nicht jetzt, heißt es, dass wir die ländlichen Regionen nicht rechts liegen lassen, sie nicht kampflos den rechten, konservativen und ausbeuterischen Kräften überlassen? Denn wir sind die, die geblieben sind, weil wir die wenigen erkämpften Freiräume nicht aufgeben wollen. Wir sind die, die gegangen sind und jetzt zurückkehren. Wir sind die, die neu hinzugekommen sind und diese Gesellschaft mitgestalten wollen. Wir sind die, die gegen Ausbeutung und hohe Mieten kämpfen. Wir sind die, die längst von den Parteien vergessen sind. Wir sind die, die den Nazis tagtäglich gegenübertreten. Wir sind die, die überall dagegenhalten und vor Ort für eine solidarische Alternative kämpfen. Wir sind die, die sich gegen Ressentiments, Resignation und Regression entschieden haben und für Aufbruch, Lebendigkeit und Menschlichkeit stehen. Wir erwarten nichts mehr von Parteien, die seit Jahrzehnten Rassismus streuen und sozialen Kahlschlag betreiben. Wir haben keinen Bock mehr auf rechte und nationalistische Hetze, wie sie die AfD tagtäglich betreibt. Wir haben aber auch keinen Bock mehr auf konservative und pseudoliberale Parteien wie die SPD oder CDU, die seit Jahrzehnten eine Politik betreiben, die zu Vereinzelung, Spaltung und Profitmaximierung führt. Wir verlassen uns auf uns selbst. Wann, wenn nicht jetzt, schmieden wir neue Bündnisse und festigen alte? Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir unteilbar sein? Wir werden weiter auf die Straße und auf die Marktplätze gehen und für unsere Idee einer solidarischen Gesellschaft einstehen. Denn wann, wenn nicht jetzt, gilt umso mehr, Support your Hinterland! Mein Name ist Martin Wunderlich und ich bin heute hier für die Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen. Als Dachverband der queeren Vereine in Sachsen sind wir heute mit euch allen unteilbar queer. Ich bin aber auch hier als Betroffener der sächsischen Verhältnisse. Denn Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Trans- und Intergeschlechtliche sowie queere Menschen gehören natürlich zur Lebensrealität in Sachsen dazu. Aber es sind noch immer Diskriminierung, Stigmatisierung, Pathologisierung sowie verbale und physische Gewalt, die den Alltag unserer Communities hier prägen. Und ja, die FundamentalistInnen, die ewig Gestrigen, die VielfaltsgegnerInnen und die Reaktionären blasen derzeit zum Sturm auf mein vielfältiges Sachsen. Aber es gibt gleichzeitig in meinem Sachsen so unfassbar viele engagierte und kreative Köpfe, Vereine und Initiativen, die sich jeden Tag unter teils widrigsten Bedingungen gegen das weitere Einsickern von Hetze, Hass und Gewalt in unsere Gesellschaft und unsere Köpfe stemmen. Und als Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen sind wir unteilbarer Teil dieser Kämpfe. Und ich sage euch, liebe Menschen, wer Demokratie in Sachsen will, muss endlich auch eine Politik entwickeln, die gleiche Rechte für alle ermöglicht. Wir AktivistInnen müssen endlich auch umfassend als ExpertInnen eingebunden werden und nicht nur dann wahrgenommen werden, wenn wir wieder einmal als Opfer in irgendwelchen Statistiken auftauchen. Und deshalb fordere ich auch endlich das Bewusstsein dafür ein, dass der Abbau von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und Sexualität kein Luxus ist, sondern es ist die Grundvoraussetzung dafür, um das Patriarchat genannte Kontinuum der Gewalt endlich auch in Sachsen zu durchbrechen. Liebe Menschen, nicht nur in Sachsen ist es derzeit wieder schwer in Mode, überall Feinde zu erfinden, an denen man seine Wut auslassen kann. Und Feinde sind in der Regel immer diejenigen, die irgendwie anders zu sein scheinen. Wir als LGBT-Communities, genauso wie Frauen, Eingewanderte, Menschen mit einer nicht weißen Hautfarbe, Angehörige nicht-christlicher Religion. Also alle, die vermeintlich schwach genug erscheinen, um die Schuld für alles Mögliche, was derzeit in unserem Bundesland schiefgeht, aufgebürdet zu bekommen. Aber ich kann euch versichern, wir sind nicht schwach.
Und die FundamentalistInnen, die Reaktionären, die VielfaltsgegnerInnen und die Ewiggestrigen, sie können uns weiter beleidigen, verunglimpfen und schlagen. Sie können uns nach der Landtagswahl am 1. September die Mittel kürzen, unsere Arbeit behindern und auch versuchen, unsere Rechte anzugreifen. Aber sie werden damit scheitern. Denn sie können uns nicht unseren Stolz, unsere Lebensfreude und unser Lachen nehmen. Denn das ist es, was sie am meisten fürchten. Unser Lachen. Denn wer lacht, hat keine Angst. Und wir haben keine Angst. Und nicht weniger als das fordere ich auch in Zukunft für mein Sachsen ein, dass wir hier weiterhin ohne Angst anders sein, anders denken, anders leben können. Und deshalb, liebe Menschen, soll jetzt und in Zukunft gelten, unsere Vielfalt, unsere Offenheit, unsere Solidarität und ja auch unser Lachen macht aus Menschen hier in Sachsen Freundinnen und Freunde. Und das wird man uns niemals wegnehmen können. Und deswegen sage ich euch zum Schluss, seid stolz, seid unbequem, seid unnachgiebig, kämpft weiterhin für eure Rechte. Jetzt und in Zukunft steht die Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen fest an eurer Seite. Mein Name ist Martin Wunderlich und ihr habt meine Solidarität. Hallo, mein Name ist Birger Höhn, ich bin Inklusionsbotschafter. Das ist ein Projekt der Interessengemeinschaft Selbstbestimmt Leben. Und ich bin Autist. Ich bin hier, weil ich Angst vor einer AfD-Regierung habe. Und weil ich sie mit allen Mitteln bekämpfen will. Der Weg der Rechtspopulisten führt direkt in die NS-Euthanasie, wie nicht weit von hier in Pirna-Sonnenstein. Am 1.9. ist nicht nur Landtagswahl, sondern es ist auch der Weltfriedenstag und es ist der Tag des Erlassdatums für die NS-Euthanasie am 1.9.39. In manchen Kreisen wird schon wieder über den Kosten-Nutzen-Faktor und den Lebenswert von behinderten Menschen diskutiert. Dem müssen wir uns entschieden entgegenstellen. Seit 10 Jahren gibt es die UN-Behindertenrechtskonvention. Sachsen ist da leider in vielen Bereichen Entwicklungsland. Behinderte Menschen gehören in die Mitte der Gesellschaft und nicht an den Rand. Da, wo gesellschaftliche Teilhabe stattfindet. Wir wollen als behinderte Menschen so akzeptiert werden, wie wir sind. Und wir wollen und hoffen dabei auf eure aktive Unterstützung. Denn Menschenrechte sind unteilbar. Guten Abend, ich heiße Ulrike Bögel und ich bin behindertenpolitische Aktivistin. Ich bin Mitglied im Weibernetz e.V., das ist eine politische Interessenvertretung behinderter Frauen, die sich für die Rechte von Frauen einsetzt. Und genau darum geht es hier heute, um Frauenrechte, um Menschenrechte, um Bürgerinnenrechte. Denn genau die sind unteilbar. Doch hier in Sachsen wird dies immer noch viel zu oft getan. So werden Kinder mit Behinderungen auch 10 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Sachsen nicht inklusiv beschult. Sie müssen immer noch viel zu oft in Sonderschulen, weil es keine grundsätzliche Änderung im sächsischen Schulsystem gibt. Dabei meint Inklusion die Vielfalt der Kinder achten und das bestehende System so verändern, dass alle Kinder, Kinder mit und ohne Behinderung, an einer gemeinsamen Schule fürs Leben lernen. Ich bin überzeugt davon, dass sich hieran trotz erfolgreicher Unterschriftensammlungen für einen Volksantrag zur Gemeinschaftsschule erst rechts nicht ändern wird, sollte die AfD in die Regierung kommen. Ich befürchte zudem, dass sich mit einer AfD in der Regierung nicht nur jene Vereine, die sich für Rechte von Schwulen, Lesben, Bi und Trans und Migrantinnen einsetzen, um ihre Förderung und damit um ihre Existenz sorgen müssen, sondern auch Vereine, die für ein emanzipiertes, selbstbestimmtes Leben beeinträchtigter Menschen arbeiten. Daher kämpfe ich als Frau mit einer angeborenen körperlichen Beeinträchtigung auch für ein anderes, weltoffenes Sachsen, damit bestehende Vereine und Netzwerke
von und für beeinträchtigte Frauen und Mädchen auch nach dem 01.09.2019 bestehen bleiben und weiterhin zu ihrem Empowerment beitragen können. Ein buntes, ein fröhliches Sachsen ist möglich. Ihr alle seid der Beweis dafür. Zeigt es auch am 01.09.2019 und geht wählen. Dankeschön.